So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge. Wir haben gerade, oder ich habe gerade alleine ohne euch, den hier mal schnell abernten lassen, oder leer machen lassen. Und jetzt muss der noch ein Stück weiter weggefahren werden. Was sonst denkt er mal, ja, ich komme jetzt abladen. Boah, möchte ich natürlich nicht. Wir haben jetzt unser Hackschnitzel. Wir haben 20.000 Hackschnitzel jetzt hier in Klammern nur drinne. Unser Pferd müssen wir dann auch noch mal ein bisschen ausreiten. Oh, ja, diese Szene, das hat mich, ja, es ist schade, es hätte viel Geld gebracht. 15.000 kriegen wir hierfür. Gut. Wir wollen Zeug verkaufen. Wir wollen Hackschnitzel verkaufen. Und Hackschnitzel können wir wahrscheinlich nur im Sägewerk verkaufen. Trotzdem gucke ich mal nach. Hackschnitzel, Sägewerk. 102 Sägewerk, genau. Frage ist nur, wo ist das Sägewerk? Da ganz oben. Das heißt, wir haben heute eine Tagestour. Heute ist eine kleine Tagestour, das finde ich eigentlich auch mal nicht schlecht, dass wir mal so ein bisschen rumfahren, auch wenn es das Geld eigentlich nicht bringt. Obwohl, ich habe noch eine ganz andere Idee. Ich habe noch ein bisschen klein gemacht, damit sich das nochmal richtig lohnt. Wollen wir den kleinen Hänger hier noch dran schmeißen. Den vier Tierchen immer abhängen und werden den mal schnell noch voll machen. Ich hasse ja diese Gelenk, deswegen bin ich ja froh, dass ich den Gelenk dann nur drin hinten drin habe. So, also einige, die würden sich, glaube ich, eh drauf feppen, dass die Anhänger Gelenk haben. Meins ist es überhaupt nicht. Bin ich nie der Freund davon. So, ab. Ankuppeln. Sollen wir den nochmal schnell gucken, dass wir den hier ein bisschen drunter kriegen. Okay, kriegen wir so nicht. Müssen wir nochmal eine kleine extra Runde fahren. Gucken wir mal kurz auf die Uhrzeit, dass ich diesmal die Uhrzeiten nicht unbedingt verpasse. Wir haben es 14:15. Nice. Und jetzt machen wir eben hier das letzte Zeug noch rein. Gucken mal, ob wir den hier noch auch noch reinkriegen. Der Hinkenmittel, der will nicht rein. E, B, wenn er jetzt... Welches ist da? Okay. Gut, da hat er eben auch nicht mehr gebracht. Wir sehen, viel war nicht mehr drin. 3000, glaube ich, ungefähr. 20.000 ist da ja vorne. 3200 haben wir dann noch eingeladen. Gut. Heutiger Part, wie gesagt, ab zum Sägewerk. Ich nun umleuchte, nein. Ich besitze keine Rundumleuchte. Wir können ja mal gucken, was ich jetzt gerade für schöne WhatsApp-Nachrichten bekommen habe, weil jeder hat mich zum Beispiel gefragt, ob ich den Landwirtschaftssimulator geil finde. Und die Frage ist, ob ich realistisch spiele. Im Moment nicht. Beziehungsweise eigentlich spiele ich realistisch. Wenn man am Handy rumspielt, dann fährt man auch so im echten Leben. Ich weiß gerade nie. Achso, ich habe ja Sims gespielt und habe jemanden mitgeschickt, wie sie und... Also sie findet es langweilig. Ja, man muss die Lust dazu haben, Landwirtschaftssimulator zu spielen. Da macht es auch richtig viel Spaß, beziehungsweise wenn man ein bisschen Ahnung hat oder weiß, was man macht und das schon seit Jahren spielt. Und das ist nämlich die Sache, die natürlich auch stimmt. Ich spiele das Ding ja schon ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich eigentlich schon Landwirtschaftssimulator spiele.
Ich habe den letzten hatte ich aufgenommen, den Teil davor besitze ich auch. Also es ist schon ein Weichen, dass ich Landwirtschaftssimulator spiele und auch spielen möchte. Also es verbessert sich ja Jahr zu Jahr, und wenn man bei der Gamescom guckt, die Community wird auch größer, die Bühne müsste eigentlich auch mal größer werden, muss man mal sagen. Die Bühne müssen immer größer machen, mehr Platz einkalkulieren, wenn auch nicht viel, aber es ist ein Scheißplatz, weil man läuft sich jedes Mal und tretet sich und was auch immer. Also schrecklich. Ja, da möchte ich bitte nicht, die nehme ich meinen Säge weg. Das ist die Abladestation für die andere, also für die Mission. Mit den Kartoffeln. Bin mal gespannt, wie lange das noch dauert, wie oft ich noch weg hin und her fahren muss. Wir werden außerdem mit als nächstes wahrscheinlich hier oben das Grundstück kaufen, wenn wir weiter Holz machen wollen. Das ist Warnblick an. A10 Kamal ist gut. Wir haben auch nur einen kleinen Waldra. Der hat natürlich auch keine richtige Power. Aber größer Fahrzeug kann ich mir nicht leisten. Jetzt ist natürlich die Frage, hätte es sich gelohnt, die 3000 runden zu lassen und dann extra zu fahren? Aber denke ich mal nicht. Beim womöglich wäre ich in Kamar schnell gewesen. Was in diesem Spiel eigentlich Unterschied von nichts abbringt eigentlich. Also doch eigentlich schon. Na, in Kamar vielleicht nicht unbedingt, wenn man so beim Ernten überlegt, was es da immer für Probleme gibt. Zum Glück sehe ich keinen Rückverkehr. Natürlich kein hier behindern. Ich hätte auch durch den Wald fahren können, fällt mir gerade so ein, aber das wäre noch schrecklicher gewesen. Voll geworden. Ich habe mir außerdem ein paar Mods noch mit runtergenommen, beziehungsweise die wir auf dem Server haben. Aber gut. So, 4 Minuten haben wir erst den Part. Also wenn wir oben sind und wir unten, können ich den Part schon wieder beenden. Oh, jetzt zieht er. Jetzt hier machen wir hier Warnblink aus. Helfer G, also das ist der normale Helfer, den wir jetzt erkennen. Problem ist, ich muss oben ankommen. Anfahren an den Berg kannst du vergessen, oder kann man vergessen mit dem Fahrzeug. Da ist der Feldweg, okay. Und hat man hier auch, hier hat man keinen Feldweg, hier stellt man sich dann einfach nur an der Seite ran. Wenn man jetzt Baumstämme transportiert, haben die auch ein Gewicht. Also setzt, dass sie ein Gewicht haben, okay, sieht man jetzt am Tragen, aber zieht das den LKW jetzt runter. Und wie froh, dass ich einen Waldra gerade habe. Also wenn ich Dings hätte, nur den Fiat, ich hätte hier mit Zwegamaro fahren können. Hat mich richtig geschmutzt. Ich werde hier noch ein paar Platz aufnehmen, wir haben es ja erst halt 2, 3. Ich muss aber heute noch mal raus, auch wenn es arschkalt ist, aber ich muss mal wieder in die frische Luft, ich muss mal die frische Luft spüren, ich will sie sehen, ich will sie merken, ich will sie in mir haben. Und jetzt an die Perversen, nein, man kann Luft in sich haben, indem man sie einatmet. Ich weiß, mach das Fenster auf, du Zocker, möchte aber nicht. Ich muss mich auch mal wieder bewegen. Auch wenn ich nicht richtig weiß, wohin. Aber ich muss mich bewegen. Also meine Freundin beschwatzt sich gerade, wie sie aussieht auf Sims. Die beschwatzt sich gerade, wie sie aussieht. Das ist geil. Geil und traurig. Ah, er hat einen vollen Tank. Na und? Ich kann ihn nicht weg. What the fuck? Französische Gelbwesten
Stürmen Regierungsgebäude. Ich merke gerade, wir spielen gerade extrem lange schon. Also es tut weh, hier hoch zu fahren. Und ich sehe gerade hier den Innenhof, wie. Das ist schon verrückt, was hier mit den Gelbwesten und allgemein was auch in Deutschland passiert. Das ist eine verrückte Sache. Wir lassen den LKW, den Träger lassen wir dann hier oben stehen. Erstmal, wir gehen dann nochmal in den anderen rein, beziehungsweise laden. Wir sind angekommen oben. Beenden den Part und lade und gehe runter und dann laden wir den aus. Damit eigentlich beide froh sind. Dann könnten wir das Pferd nochmal ausreiten. Wenn wir unten sind, wird bestimmt der Kontakt wieder voll sein. Dann kann man das andere Pferd ausreiten. Welches weiß ich jetzt gerade nicht. Das können wir mal kurz gucken. Entweder Diego oder Silver. Weiß noch nicht so gut. Wie sieht denn auf der Verkaufswert von denen aus? 7000, 5000, 2000 und 2000. Okay, da haben wir noch einiges zu tun. So, jetzt sind wir oben am Berg angekommen. Wir stellen uns schon mal dann passend hin. Und ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen unten. Ich habe jetzt, warum sehe ich keinen Verkehr hier oben? Ich weiß, dieses Feld hat der Enderman sich genommen. Auch wenn hier bloß Gras drauf wächst, aber er hat, macht Bäume da drauf. Ist auch logisch, wenn man Sägewerk oder was. Im Moment sind wir aber speziell dort unten angesiedelt, wollen uns erst expandieren. Und deswegen würde ich sagen, passt das eigentlich, dass wir auch mal ein Part nutzen, hier hoch zu fahren. Brauchen aber dann irgendwann ein stärkeres Fahrzeug. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt dann auch mal nicht einen Daumen runter, schreibt mir da, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt irgendwie das Wort. Ja, ich blinke. Ciao, ciao.